Willkommen zurück zu einer neuen sahnig-cremigen Folge Freitag der 13. mit dem Mann, der das Masturbations-Mayo-Glas erfunden hat, Kreis. Sie nannten mich den Schlackemeister. Den Schlackemeister. Er hat mit einem Gummihandschuh, einem Stück Schwamm und einem Mayonnaise-Glas die Travel-Muschi erfunden. Tja, das ist aber, die Rechte habe ich dann verloren hinterher. Jetzt leider die ganzen Trucker mit Travel-Pussys rum, ohne real Travel-Pussys, weißt du? Flashlight, die haben den Markt übernommen. Die haben dann irgendwann angefangen, von Pornodarstellerinnen die Schamlippen in Wachs zu gießen und sie dann authentisch nachzuformen mit diesem Cyberflash, heißt das? Cyberflash? Cyberflash, doch, das heißt wirklich Cyberflash. Oh Mann, ey. Und damit hast du ein gefühlsechtes Vaginafleisch. Cool. Geil, ne? Und das ist ein super Verkaufsrenner. Das ist wirklich super erfolgreich, so eine Flashlight. Echt? Ja, ist super erfolgreich. Also die Dinger verkaufen sich wie geschnitten Brot, habe ich mal gehört. Allgemein Sexspielsachen, Pornos, das geht weg wie nichts. Das ist super beliebt. Das war doch schon aber immer so. Das war schon immer so, ja. Aber Dildos sind auch ein Riesending. Ich meine, mein Amazon-Markt, der floriert nur dank Dildo-Verkäufen. Also ich verdiene kein Geld mit irgendwelchen Spielen über meinen Link. Also Spiele sind vielleicht 10%. Der Rest sind wirklich Kleidung und Sexspielsachen. Das läuft immer. Also Dildos gehen einfach immer, wie geschnitten Brot. Ich gehe zum anderen Auto, glaube ich. Wenn ich heute nochmal neu anfangen dürfte, weißt du, so im Leben, wenn jemand sagen würde, hey, alter Mann, darfst heute nochmal bei Null anfangen, ich würde voll auf Sextoys gehen. Ich würde sagen, alles klar, ich tue mit meinen Dildos durchs Land. Oh, Winnie Blue ist gejoint. Ja, Winnie Blue. Winnie Blue, Ochsengeschlecht. Hast du irgendwas da Geiles? Da wird sogar dem Ochsen schlecht. Eine Batterie, ich laufe jetzt mit der Batterie gerade hoch zum Viersitzer. Ich habe keine Karte, ich bin unten beim Camp Mechanic. Oh scheiße, aber ich glaube, Jason ist da, hä? Jason? Kacke. Jason ist am Viersitzer. Das ist natürlich gay. Und der mient, oder? Er ist hart am Minen. Ja, wahrscheinlich. Am Rumminen. Oh, ich höre eine Melodie. Ich habe Schlüssel. Boah, ey, dann kommt zum Zweisitzer, dann brauchen wir nur noch Benzin. Vielleicht finde ich irgendwo noch Benzin. Aber ich habe auf jeden Fall Schlüssel. Ich habe eh alles. Ich habe Spray. Oh, der Dollarbube. Der Dollarbube ist raus. Hast du gesehen? $1 left. Oh, Jason, er hat mich schon. Alter! Wie jetzt? Nee, schon tot. Was? Einmal angegriffen. Nee. Einmal gegriffen. So, erzähl doch keine Stories. Ja, ist Ende. Zack. Alter, das gibt's gar nicht. Das geht gar nicht klar. Wie jetzt? Pfeilschnell hat er dich gepackt und zerquetscht? Er kam vor allen Dingen, er hat sich irgendwie zum Auto teleportiert. Dann wollte ich gerade zurücklaufen. Also ich war noch eigentlich voll weit weg vom Auto. Zack, steht er neben mir. Flop, Arme abgehackt. Ende Gelände. Ich bin bestimmt gleich der Nächste. Scheiße, habe ich irgendjemand, der was kann? Oder sind das alles wieder so? Da hängt einer am Baum. Ich habe Benzin. Tja. Die Batterie liegt bei meiner Leiche. In der Nähe vom Zweisitzer. Ich habe eine Karte. Oh, dann muss ich aber meine Shotgun aufgeben. Fuck. Ich höre ihn. Er danced mit der Frau. Sie hat ihn angeschossen. Jetzt steht er da rum. Ich gehe zum Zweisitzer. Da ist gerade auch eine Frau auf dem Weg zum Zweisitzer. Nein. Versaus mir nicht. Ah, guck mal, sie hat die Batterie aufgehoben und deswegen hat er an ihr vorbeigegrapscht nach seinem Teleport. Sie läuft mit der Batterie näher zum Auto auf jeden Fall. Nein, doch nicht. Fuck. Sie steckt am Stein und macht komische Sachen. Ich hab getankt. Was, den Zweisitzer? Ja, ja. Ja, siehst du die Tussi, die da oben in das Haus gesprungen ist? Die hat die Batterie. Die hat die Batterie in der Hand, ja. Oh, ich hol mir jetzt erstmal die Shotgun wieder, dann rette ich die Alte und dann werde ich deinen Tod rächen, indem ich Jason überfahre. Na, sie sprüht sich ein, macht schon mal die Fenster auf, sie erwartet Jason, aber Jason ist irgendwie abgehauen, glaube ich. Wahrscheinlich zu mir runter, oder? Ich weiß es nicht, also noch, es könnte sein, dass er jetzt gleich hier wieder plötzlich erscheint. Es kann natürlich auch sein, dass er jetzt das Auto vermint oder so. Ah, nee, der hat für seine Minen... Boah, was war das? Ein Dinosaurier in den Büschen. Ein Dino-Busch. Die läuft zum Auto. Eines beim Auto, ist das die Batterie-Lady? Ja, ja, die Batterie-Lady ist am Auto, die kann schnell einbauen, die ist gut drauf. Da kommt er, er ist aber hinterm Zaun gespawnt. Ja. No, er macht aber irgend so einen super Schwimmel-Trip. Er teleportiert wieder. Oh, da ist er. Sie hat die Schlüssel. Alter, Doppelschlüssel. Mach hinne. Oh, ich geh da rein, Mädchen.
Ich geh da. Was? Blöde Schlampe. Alter, wie kann man so eine Fotze sein? Alter, da haut er einfach ab. Alter, ich hab das Benzin reingetankt. Alter, da haut er einfach ab, ganz allein. So ein Wichser. Wie kann man so ein mieser Wichser sein? Oh, echt jetzt? Das ist schon ziemlich wichsig. Das ist aber richtig Hurensohn-like. Ich glaub, Jason gibt ihm jetzt einen Karma-Stoß. Oh, da ist er in den Wald. Oh, und Unfall im Wald. Unfall im Wald. Ja, toll. Da bin ich ewig weit weg und hab keine Ausdauer. Wie kann man so ein Bastard sein? Jetzt killt er sie, jetzt bringt er sie um. Was ein Bastard. Also ganz ehrlich, da kommt mir das Kotzen, wenn man sich so verhält. Es ist ja wie damals im Bällebad. Ja, aber bis heute nicht gefunden. Jetzt legt er eine Mine an die Eingangstür. Ich habe 2 Taschenmesser. Okay, er hat die Fahrertür vermint und hat sich wegteleportiert. Ich muss da runter, ich muss ans Auto. Das ist ja kurz vorm Ausgang, das ist ja nicht mehr weit. Nee, ist echt nicht mehr weit. No, jetzt ist er hier bei mir, aber ich habe keine Waffe. Er klopft gegen die Tür, hast du es gehört? Was? Er hat gegen die Tür geklopft? Ja! Irgend so ein verrückter Chinese ist das. Wie kann man denn klopfen? Oh, da mein Donging! Hat er bestimmt bei sich zu Hause irgendwo dran geklopft. Oh, it's not a Tommy. It's Adam Palipino, hat er gesagt. Wer ist Adam Palipino? Vielleicht heißt er so. Na, das gibt's nicht. Ey, der hat geheime Teleport-Moves. Er grabbt mich nicht. Scheiße, er ist so einer, der nur schlägt. Nee, er wollte dich erst crippeln. Achtet mal. Son of a Bill? A son of a Bill? Oh nein, daneben! Yeah, yeah, hä, du kannst ihn nicht schlagen? Keine Ahnung. Untouchable, der Typ. Mann, wir wären entkommen, wenn die nicht so scheiße fahren würde und so ein mieses Stück Arsch wäre, wie man so schön sagt. Ja, du, mieses du Stück Arsch. Du Stück Arsch, du. Und nicht das Schöne, Alter. Also das Stück zwischen den Backen, Alter, da, wo es am ekligsten ist. Ich fand das einfach so geil, wie er gesagt hat, du Stück Arsch. Du Stück Arsch? Ja, du Stück Arsch. Alter, der Typ spammt ja auch sofort. Na, bei mir geht das gar nicht. Immer wenn ich dann Jason bin, ich kann das gar nicht. Ich kann gar nicht so schnell die dicken Attacken machen. Er kriegt dann noch einen Schuss in die Augen. Ja, Alter. Sie knutscht seinen Arsch, ey. Beide Backen und das Loch. Also was richtig. Für ein Drecksteam. Das komplette Ding, ey. Und guck mal, der, wo hier Tommy wurde, war noch der Typ, der das Auto hatte. Weißt du, das ist immer so eklig, dass das Bastarde immer noch. Was macht er jetzt? Jetzt kommt der Kokosnussklatscher. Ich kann es leider gar nicht sehen. Ich sehe es nur von hinten. Ja, so ist mein Leben. So ist mein scheiß Leben. Kopf auf Axt. Ja, ja. Oh, das war's ja schon. Ja. Alter, der hat uns aber gemeuchelt, Leben. Der Mann. Das war ein Meuchler. Der war hardcore drauf. Aber warum hat er so krasse Teleport-Moves? Manche Leute haben echt üble Teleport-Moves, ne? Oh, come home, Mommy is pleased. Jetzt kannst du mich einsalben, bitte. Mit Creme Brûlée. Noch ein bisschen Creme. Bisschen Creme Brûlée aufs Gesicht geschmiert. Deswegen hält die sich so jung, der Kopf. Murdered. Split open. Hugo Gamer wurde gespreizt. Ja, der wurde gespreizt. Ah, Mann. Weißt du, ich trick's da noch rum. Halt dir den Rücken frei und sie fickt mal, uns weg. Der hat einen Clan-Tag und so, ist bestimmt ESL-Spieler. Das war aber nicht der, das war dieser. Doch? Nein, das war dieser Asanit, oder wie der da unten hieß, der jetzt raus ist. Asanit. Hey? Ja, die Tussi, der war ja der Biker, der Ars. Und der Biker hat ja nichts gemacht. Ahoi, Captain Mike. Ahoi, Captain Mike. Wir fahren Ahoi. Auf hohe See. Also wenn der ein Boot hat und ich Jason bin, wenn die Karte ein Boot hat und ich Jason bin, weiß ich, wo ich hin muss. Wer ist denn Dan Kakakov? Dan Kakakov? Der denkt zu viel. Mufasa! Alter, Mufasa! Hatten wir den nicht schon mal drin? Ey, Mufasa, ich glaube, der hat sogar Kommentare unter dein Video geschrieben. Und hier, Kote. Der gute alte Kote. Wenn ich Kote...
Dann aber richtig. Schönen guten Tag, wer sind Sie? Ich kote. Rein in die Schüssel, aber stinkig. Schärf vor, und der spricht nur so gebrochenes Deutsch, weißt du? Ich kote. Ja, ja, aber wie heißt du? Ich kote. Okay, okay. Das machen wir alle, aber sag uns doch deinen Namen. Dafür musst du dich nicht schämen, mein Sohn. Das machen wir alle. Ich jeden Morgen, schön kernig. Ich kote. Ich kote. Ja, das machen wir alle. Das machen wir alle. Das muss ich nicht schämen. Ich kote. Gab es nicht damals dieses dämliche Lied, ich rocke oder so? Ja, das war Sportfreunde. Ich rocke. Ich rocke. Ich kote. Ich kote. aber wie ist dein Name, mein Bu? Aber wie heißt du? Wir müssen dich doch irgendwie registrieren. Wir können nicht draufschreiben, er kotet hier bei den Fingerabdrücken. Weißt du, das trifft ja auf alle hier zu. Oh Mann. Mufasa ist da. Was denkst du? Wird Kies der Killer? Nein. Oder wird es Kreis? Runde 2, Kreis dabei. Runde 2, Kreis dabei war ja eigentlich immer so das Motto, ne? Das war eigentlich immer mal so das Motto, ja. Früher. Aber im Moment haben wir auch mal Runden jetzt, so wie gerade, alter Kai, da machst du nichts. Der kommt um die Ecke gesaust, zack, dann schlitzt er einen, manche schlitzen einen irgendwie so schnell auf, als gäbe es da irgendwie so ein... Oh, guck mal. Könnte ich sein. Sackhead. Wäre rein theoretisch möglich und... Nee, ich bin's nicht. Ja, von wegen, ey. Oh Mann, ich bin's nicht. Make them remember, das gibt's doch nicht. Wann werde ich mal wieder Killer? Ja. Kreis, was haben wir vor? Ah, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht suchen wir erstmal Teile fürs Auto, weil da bin ich gerade nämlich in der Nähe. Also erstmal zum Auto, meinst du? Ja, ja. Okay. Dann treffen wir uns dort, ja? Ja, ist klar. Auch, ich bin auch in der Nähe vom Auto. Alter, hier ist in dem Bücherregal ein Buch. Das sieht aus wie die Tube. Also, wir treffen uns beim Auto, ja? Ja, wenn du willst. Also, bin am Start. Ja, klar. Machen wir so, ne? Ja, ja. Gut, nice. Geht ab. Alter, ich kann Jason gar nicht spielen, weil ich keine Lizenz dazu habe, verstehst du? Ich bin der Mann, der Jason nicht spielen kann. So war das schon immer. Ja, das Spiel unterscheidet nicht zwischen du kannst und du willst gerne. Ich kann auch nicht, weil ich habe den schon so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, the real Jason. Jede Runde ist er Jason, aber dann sagt er immer, nee, weißt du, lass mal die Folge nicht nehmen. Dann ist wahrscheinlich hinterher unglaubwürdig, wenn ich dann verliere. Ja, was haben wir denn hier was alles? Was ist Feines? Denn hier los? Was treiben die Kids denn hier drin? Halb gelootet und weg, ne? Halb gelootet und weg, ja, das ist, so macht man das heutzutage. Ist das der neue Stil? Einfach mal eine Hose im Weg. Hä? Ich meine, das schlägt irgendwie immer so ganz merkwürdig durch. So ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig, ja, ja. Ich weiß nicht, jetzt wo ich weiß, dass du Killer bist, bin ich doch ein bisschen entspannter als sonst. Ne? Ja, nö, ist ja eigentlich auch eine lockere Nummer, ne? Wenn ich da so der Killer bin. Eben. Man kann dir so ein bisschen ins Ohr schießen, wenn ins du kommst. Ohre, ja, das ist eigentlich ist angenehm. Bei mir ist es angenehm. Ich mach da auch gar keinen Stress euch, weißt du? Ich will haben, dass ihr das Ganze genießen könnt. Das ist euer Sommer. Das ist euer Sommer. Echt, hier liegt ein Apfel und eine Banane. Also kannst du auch... Ja, ich war auch damals im Kindergarten Apfelbirne Anus. Das war... Ja, der Kindergarten Apfelbirne Anus. Das war damals mein Kindergarten. War schön. Echt. Hat eine tolle Kindheit. Wirklich. Hab mir ganz schön was reingeschoben. Apfelbirne Anus, ey. In welcher Gruppe warst du? Das hier sind die kleinen Rektalis. Die gehen heute raus spielen. Die Rektali-Gruppe. Ich war ein Rektaliban. Du machst so einen Kirchenkindergarten auf, weißt du, und dann nennst du die Gruppen Sodom und Gomorra. What the fuck? Der ist aus dem Fenster gesprungen, der Junge. Jetzt hat er mir ins Auge geschossen. Anscheinend nicht gut. Also ich bin der Einzige, der irgendwas gemacht hat bis jetzt, ne? Kann man schon mal so sagen. Anscheinend, du hast ein Harvest geholt wahrscheinlich.
bin der Einzige, der was getan hat im Leben. Die anderen? Loser. Ich King. Weißt du? Du ganz King! Einfach. Andere Loser. Ich gehe ein bisschen spazieren. Haben die hier alles gelootet? Du bist der König. Der König der Schleckereien. Du machst die coolen Sauereien. Ich hab dich lieb. Was? Okay, ist okay. Irgendjemand wurde eben gerade getrappelt. Wie kann er denn die eine Schublade übersehen haben und dann ist sie auch noch leer? Weißt, also irgendwas ist hier nicht okay. Hat er das vorher gesehen? Kann er in die Schubladen reinschauen? Hat er irgendwelche Hacks? Irgendwelche Wallys? Weiß es nicht. Wo bist du eigentlich? Bist du am Auto wieder oder was? Ja. Ja, da oben ist er. Sehe ich ja schon. Da hat doch gerade einer getankt, oder nicht? Ja, hat gerade einer getankt. Ja, das wusste ich, habe ich mir gedacht. Was? Alter, was hat er? Was hat er dir angetan? Heftig. Wird er wieder gerapet? Heftig. Die Kids machen ihn wieder fertig. Die Kids machen mich fertig. Die Kinder, komm, wir machen ihn fertig. Das ist Mobbing, ne? Das wisst ihr. Das ist Mobbing, ihr Schweine. Alter, was treibt ihr hier? Was macht ihr da für eine Sachen? Ihr Kinder. Oh, ich glaube, da unten machen sich ja auch wieder Leute, formieren sich gegen dich. Ja, immer. Immer. Alter, doch eh ein Messer. Oh, was? Alter. Und ich bin auch noch super gestunt. Stunt forever. Stunt forever. Stunt forever. Ihr Wichser. Was? Ich... Bück dich, Vibe. Bück dich. Oh, ich Kote ist gegangen. Oh, Mann. Dafür kriege ich wieder keine Punkte. Das ist jetzt der neue Trend, ne? Dem Killer auch keine Punkte mehr zu geben. Ja, ja. Weil ich Kote. Das ist auch so eine miese Scheiße. Das ist echt eine richtig miese Scheiße. Ich sehe dich da hinten irgendwelche Sachen verminen in der Ferne. Was machst du denn da? Ich vermine gar nichts. Weiß gar nicht, wie also, das geht. Ich muss ja hier ein paar Minen rauslegen. Ja, das ist cool. Ja, du kennst dich doch aus. Sag mir doch mal, wo das Haus mit dieser Tube ist. Das ist so... Das hast du immer noch nicht gefunden. Das ist ganz in deiner Nähe. Komm mal mit, ich führe dich hin. Du kannst ja gar nicht wissen, wo ich bin. Ich weiß, wo du bist. Seh dich doch hier. Alter, was machen die jetzt? Damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Krass, ne? Alter! Jeder kloppt mich hier zusammen, ne? Das ist der neue Trend. Und die Tür zumachen, weil ich zwei verkrüppelte Hände hab und keine Türen öffnen kann. Ihr seid echt geil, Kinder. So läuft das hier in Town. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wo ich so genau hin möchte. Gibt hier so viele Möglichkeiten. Die eine ist so krass ninja-mäßig unterwegs. Alter, wie kann die denn sprinten? Was hat die denn für super Ninja-Moves? Harte Moves drauf halt, ne? Und zack, hat sie sich ja noch ein Deo einverleibt. Das ist gemein. Das ist ein bisschen, naja, ich würde schon fast sagen Trolling, ne? Das ist eine Form von Trolling, ja. Ja, das gibt's doch nicht. Wir müssen gibt's nicht! Gibt's nicht! Wo sind die denn? Was machst denn du da? Ach, da kloppt er sich. In die letzten Reste. Was? Ich kann die nicht treffen. Oh, ich höre was. Irgendwer weint hier in der Ferne. Ja. Gibt's doch nicht. Das ist lässig. Also diese Kinder, das ist lässig. Das ist lässig. Also diese Kinder sind echt ätzend. Das ist lässig. Die machen hier eine Scheiße und keiner macht mal was Gescheites. Ich meine, will keiner ins Tube-Haus oder so? Ist das euch alles egal? Der Mufasa gibt Lichtzeichen. Sorry, Bro, aber ich habe alle Menschen gemutet. Okay, aber wo wollen wir hin? Mein guter alter Freund, Mufasa.
Was ist denn da los? Was machen die denn da? Gibt es da irgendwie Geheimnisse? Überall ist auch hier Radio Distrack, ne? Der ist auch überall am Start. Ich weiß nicht, bei mir hast du gerade Roboter Voice. Ja. Immer noch? Nee, jetzt geht's. Ja, weil ich gerade hier mich mit dem Radio gekloppt hab. Oh. Real Fights. Am Radio? Kriegst du dann Roboter Voice, wenn man sich am Radio kloppt? Real Radio Fights. Okay, am 2. Okay, okay. Fuck, ey, Wir brauchen coole Sachen. Hä, wo sind ich denn nur hier diese nichts? Kinder? Ey, die Häuser sind alle leer. Hä, da habe ich irgendwas stöhnen gehört. Ist da jemand drin? Ja! Nice! Ah, der Seeker. Der fucking Seeker. Sicken, Alter. Okay. Alter, ich hab doch, die haben doch alle, wir haben alle Häuser durchsucht. So viele Häuser gibt's hier gar nicht. Hab ich wieder Sprit übersehen irgendwo? Wahrscheinlich. Kreis hat's wahrscheinlich wieder übersehen, alles. What? Alter, wie schnell hat er denn die Flinte gezogen, der Bu? Na, Flintenboy. Zack. Aber irgendwie kriegt er nichts hin, ne? Wir kriegen gar nichts hin hier, weil hier nichts ist. Hier ist alles. Hast du nicht den Sicherungsscheiß? Nein. Du weißt nicht, wo das Haus ist? Wie sie da hinten rumrennen, die Kinners. Die Kinners. Wo ist er denn? Ja, hier Teleportgeräusche. Ich ganz bin fiese, ganz in illegale. Deiner Nähe. Ganz in deiner Nähe, mein Sohn. Ja. Willst du die Batterie einsetzen? Vielleicht beobachte ich dich aus den Büschen. Der Mann mit der Batterie nannte man ihn. Ah, gut, Schmenderle. Ah, oh. Voll daneben, ey. Ja, aber du hast doch eh so einen Ledernacken. Den kann man doch eh 20 mitgeben. Was zur Hölle? Du bist da wirklich rausgesprungen? Ja, klar, Mann. Psycho. Ist ja doch alle gestört. Es gibt eh kein Entkommen. Aber mit meiner Strategie, Freundchen, musst du erstmal eins werden, I got it, ey. Harvis, der Boy. Harvis! Oh nein! Was habe ich denn da eben gerade gehört? Ihr habt am Auto rumgespielt. Ah, ich dachte, ihr wärt woanders. Nein, 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 Ledernacken, Mike. Ey, was, ey? Ich hab dich gefeindet. Wieso fällst du nicht um? Ich hab dir voll die Pfanne gegeben, Alter. Komm schon, Ledernacken. Der alte Kampf. Deine Ausdauer geht flöten. Ledernacken, ich komm dich holen. Ledernacken. Ey, was? Alter, Bug-User. Guck mal, Alter, wie ich ihn treffe mit der Pfanne. Alter, aber guck mal, wie viel du aushältst. Ist doch echt ekelhaft. Ledernacken. Ledernacken. Spiel mit mir, Ledernacken. Spiel mit mir. Harvest, wo ist Harvest? Der soll sich das Auto holen. Ledernacken. Was habe ich da gehört? Harvest, get the car, I play with him. Geht da einer an die Sicherung, oder was? Ja, diese scheiß Kinder. Diese scheiß, ekelhaften scheiß Kinder. Alter, wie lange bin ich denn gestunt?
Alter, heftig. So eine heftige Scheiße. Ledernacken! Oh, fuck! Nein, Ledernacken, nein! Jetzt gleich wieder Carflip. Au! Was? Alter, das gibt's doch nicht! Diese verdammten Kinder! Hey, irgendwie haben die doch hier eine Schublade vergessen, oder? Alter, warum denn? Alter, warum denn? Oh, der hängt. Der Kollege hängt. Der Kollege hängt. Okay, los, los, los. Das gibt's nicht, ich kann mich nicht bewegen. Ihr habt gewonnen. Es gibt's nicht. Der hängt hier zwischen dem Schaukelstuhl, ich kann nichts machen. Der Schaukelstuhl des Todes. Miep, keine miep. Chance. Keine Chance. Ja, da hauen sie ab, ja, ganz easy. Ganz easy. Alter, wie krass ist das denn? Das gibt es doch nicht! Ey! Alter, zwei Leute leben noch. Ich komm nicht mal an den Kasten! Ich häng in der Tussi drin. Ja, aber Telefon ist wieder kaputt. Warum geht er nicht ins Fenster? Oh, jetzt hat er es hinter sich. Er spekuliert auf, Ah, zack, totgepickt. Guck mal, er wollte gerade von hinten angreifen und dann so, oh, nee, doch nicht. Ein Aua! Alter, ist das der letzte? Ja. Ey, ich konnte nichts machen, ja, weil ich eben gerade mit dem Typen an so einer Stelle in einem Schaukelstuhl hang. Ich konnte mich nicht bewegen. Naja, wenn du den jetzt hast, hast du die Hälfte erwischt, ist okay. Ja, Mann, mit deinem Ledernacken-Perk. Mit deinem super krassen Ledernacken-Perk. Er macht den Türfehler, jetzt hast du verkackt, Bro. Hat er dann noch ein Deo? Was hat er denn da? Ja, ja, er hat sich noch ein Deo gesammelt. Oh, aber jetzt keine Tür mehr da, um ihn zu smashen. Alter, wie hast Alter, du... Alter, guck mal, ich häng wieder irgendwo drin, hast du gesehen? Ich wusste gar nicht, dass sowas geht, dass die Axt sich so verkeilen doch, kann. Doch, die kann so stecken bleiben. Das kann schon mal vorkommen, ne? Dass du da einen so einen Sidepunch... Aber der hat ein hübsches Hemd an, ne? Also, richtig retro. Richtig retro. Ahoi, Captain Mike ist es übrigens, den du da gerade verfolgst. Ahoi, Captain Mike wird entkommen. Ahoi, Captain Mike. Er hat noch, ja, lange ist nicht mehr, was er aushalten muss. Oh, und er sucht sich einen Baseballschläger und einen Tisch. Also es könnte ein gefährlicher Tanz werden. A dangerous dance in the woods, in the cabins. Oh, 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 dangerous dance. Er regeneriert Ausdauer, er ist ein kluger Kopf. Oh, die Tür ist kaputt. Na, 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 na. Nehmen wir hier noch ein Messerchen mit. Oh, was macht er jetzt? Das ist ein ausgeklügelter Typ, sag ich dir. Das ist ein ausgeklügelter Typ. Geh doch einfach durch, Jason. Ja, E drücken. Oh, er hat gerade festgesteckt. Jetzt hättest du ihn holen können. Oh, warum? Warum? Alter, warum werde ich immer gestunt? Das ist so krass. Also der Typ ist nicht so anfällig. Meine Pfanne hat dir nichts angetan. Ja, keine Ahnung, was der für einen Superstunner hat. Der ist super strong, oder? Ich weiß, oder? Nee, der ist 5 von 5 überall. Das ist so ein Mitteltyp, ne? So richtiger... Ja, der ist Durchschnitt. Der ist ein richtiger Durchschnittskerl. Und da draußen im Wald, da wurde er verfolgt. Er dachte, er ist der Hulk und er betete fürs Volk. Oh, da gibt's einen Picky. Oh, daneben. Jetzt könnte er drauf gehen. Jetzt geht er drauf. Letzter Schlag. Do it. Er hat ein Messer, oder? Er sagt, ein Messer. Do it. Er hat gesagt, hat er ein Messer? Do it. Ne, oder? Okay. Nein. Da gibt's noch einen schönen. Da gibt's noch einen schönen am Ende. Ei. Hallo.
Hätte ich diesen Schaukelstuhl des Todes nicht gehabt. Der Schaukelstuhl des Todes. Dann wäre Kreis niemals entkommen. Ach ja, ich wusste ja genau, ich kenne dich ja, ich habe dein Game, dein Spiel gelesen. Weißt du, so. Mein Spiel gelesen? Alter, nur weil du dieses ultimativ, ich haltet viermal so viel Schaden aus, Perk hast. Das ist voll Man kann dich ja gar nicht mehr verkrüppeln, ja? Das hat er von den Entwicklern bekommen, weil er so schlecht in dem Spiel war. Haben sie gesagt, hey, ist schon traurig, geben wir dir mal. Außerdem habe ich 5 oder 6 Kills, weil sind nämlich raus. Ja. Ja, guck mal, es sind ja nur 3 entkommen. Also einen habe ich auf jeden Fall gekillt. Code, ja klar. Ja, den habe ich getötet. Den kleinen Coté. Ich Coté. Ah, ich muss öfters Killer spielen, aber ich komme ja nie dran. Danke fürs Zusehen. Hashtag Ledernacken. Bewerten nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Schlinglis. Und tschüss. Bewerten.